Hallo und herzlich willkommen zu einer, zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir haben die Quest mit dem Häuschen erledigt, säubere das Gebiet, das war schon sehr gut, dass wir es gesäubert haben und es war vor allem notwendig. So, das da können wir essen, Rest lassen wir da drinnen mal vorerst. Oh, und gehen bis zur nächsten Lootsäule. Die ist aber komplett leer, vermute ich. Oh, da war unser altes Lagerfeuer. Ah, da würde ich das da fast rausnehmen. Aber wobei. Und die ist komplett leer. Ja, hoffentlich merken wir uns das. Habe ich noch gesagt, glaube ich. Oh, schon langsam wird die Allee was. Schon langsam. Zwar nur auf einer Seite, aber schon langsam wird das was. So, habe ich da noch irgendwas drin? Nö, super. So, dann laufen wir mal weiter vor. Ah, das war schön. Das war schön, vorige Folge. Und effektiv. Naja, gut, wir haben auch eines auf die Nuss bekommen. Eins oder zwei. Aber hat sich alles ausgezahlt und rentiert. So, hier der Trader. Da werden wir dann nochmal reinschauen. Ja, oh, wie schön war das noch, wie ich die Nächte da oben auf dem Dach verbracht habe. Och, das war schön. So, wir haben Tag 3. Spüre ich schon langsam eine Nervosität in mir? Ich kann es nicht sagen. Momentan noch nicht. So, das auch nicht. Gebe ich das da auch rein? Ich habe keine Ahnung. So. Dosen sind gut. Das kann da alles rein. Muni legen wir da vorerst auch mal rein. Das können wir lesen. So. Das können wir scrappen. Hat keinen Preis. Können wir das tragen? Nö, Handwickel wollen wir eigentlich. Eigentlich wollen wir keine Handwickel tragen. So. Oh, da war noch Muni drin. Da war noch Muni. Hier. So. Warum auch immer ich die Muni da rein tue. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir das da scrappen. So. Dann haben wir hier ein wenig vorbereitete Nahrung. So. Essensteile und die leeren Gläschen. Da können wir dann auch einen schönen Ausflug mal machen. So, habe ich jetzt da Alkohol, warum auch immer da drin. Es ist egal. So, dann kommen hier rein die... Ich weiß es nicht, gib mir das da rein. Ich kann es nicht sagen. So, verändern, ich will das rausnehmen. So, dann haben wir hier noch... Oh. Was können die? Wahrnehmung. Ja, das ist gut so. Verändern, die Anzugshose. Das ist gut abschließen. Jetzt ist es eine schwarze Anzugshose. Was mit dem? Oh, den können wir drüber tragen. Wie schön, die Handwickel. Ja. So, bedeutet, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Ja, die Mod, da rein, da rein. Hier. Die Pistole gehen wir da auch rein. So, dann da, da. Da 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 da. Hab ich denn keine? Wo sind denn die Gitter und sowas? Gitter. Hm. Habe ich das? Moment, ich werde auch das da reparieren müssen. Aber erst drüben. So. Habe ich das da rein? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht drüben, ich habe es gleich. Ja, mach das doch immer gleich. Ja. So. Ja, Schatzkarten sind super. Ach, wir sortieren das dann später sowieso noch 100-mal um. So, da ist alles gut. Wir werden ein... Oh, Speck mit Ei. Oh, Speck mit Ei. So, super. So, Trader hat noch nicht offen, oder? Hat der Trader... Oh, der Trader hat offen. Ja, ist das schön. So, lieber Trader... Das kriegst du. Davon haben wir auch zwei. Einen kannst du haben. Bringt dir was? Naja, 20. Besser als nichts. So. Nö, dann noch eins davon. Da. Das will ich da alles geben. Dir will ich ja alles geben. Alles will ich dir geben. So. 23. 30. Hehe. Bringt das mehr, wenn ich es vorher repariere? Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. So, und die kannst du auch haben. Bringt die eigentlich was? Wir werden es gleich sehen. So, super. So, Mädel, ich bin hier.
Meds? Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Ja, sicher. So, da, abschließen. So, Inventar, ich würde dir gerne verkaufen. Mal sehen. Also 800 Hammer. Wir machen jetzt das Schnellverkaufen hier. So, je nachdem, wie lange sie... Wie lange sie mir Geld gibt. Oh cool, 1300. So, das kannst du auch haben. Und hier nimmst du bitte alle. Oh, 1500. 200 Muni. Super. Das kann man dann bald wirklich auf die Pistole umstellen. Well, you just brightened my day. I'm glad I could help you. Hast du noch eine Quest? Los. 1,7, 1,7. Oh, ist das alles weit weg. Vergrabene Schätze. Machen wir das. Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Ja, wir machen das, Mädel. Weitraut und du, ihr zwei, werdet dem Ödland die Rettung bringen. So, hier. Super. Ich hätte gerne Geld. Ich gebe es ja zu. Liebe Jane, ich brauche mehr Geld. Liebe Jane, ich brauche Geld. Weil dir das auch sicher gut gefällt. Grabe ich dir den Schatz aus. So, ja, natürlich könnte ich jetzt einen Schnitt reinmachen. Nö, möchte ich nicht. Ist nicht so mein Stil. Ich möchte ja gerne alles gemütlich mit euch durchmachen. Ja, das ist wahrlich ein Durchmachen. Ja, da gehören auch Laufstrecken dazu, wenn man denn noch kein Moped hat. So, hier haben wir aber den Vorteil. Wir sehen die einmalig wunderschöne Landschaft. Von Seven Days to Die. Einst berührt, nun wieder unberührt. Nur von Zombies geprägt. Oh, da unten ist ja was. Was ist denn das? Moment, ich schau mal kurz auf die Map. Ist das das, wo wir... Nö. Ah. Okay. Jetzt habe ich mir gedacht, was heißt Trader S? Hm? Das ist dann der Effekt, wo ich mir denke... was dachte ich mir damals dabei? Was hat sich Rezampart gedacht? Tja. So, wir sind ja gleich da. Oh, ein Häuschen. Ein hübsches kleines Häuschen. So, hier. Super. Ja, da würde ich sagen, hier. Und dann graben wir mal. So, Moment, schon die Mitte suchen. Wir machen das. Oh ja, wegen Überblick. So. Na, war ja nicht schlecht, oder? In Schrägen mache ich das immer sehr ungern. Oh, der kommt dann auf Besuch. So, in Schrägen mache ich das immer sehr ungern. So, weil dann ist ja üblicherweise tiefer, beziehungsweise, naja, egal. So, Schnitt setzen will ich nicht. Zeitraffer wäre eine gute Idee. Aber ich glaube nicht, dass wir lang brauchen. So, das war die Baumwolle. Die nervt ja ohnehin. So. Schnittsetzen macht Sinn bei langen Laufperioden. Also wo man dann sagt, ich bin jetzt unterwegs eine Stunde In-Game-Time. Oder was auch immer, also irgendetwas, wo man sagt, boah, das ist aber viel, das ist aber weit, oh. Oh. Ich habe viel zu tief, glaube ich, gegraben. Wobei, durch die Schräge, So, wir haben das da, dass wir dann flüchten können, nämlich, weil in dem Moment, in dem wir die Kiste öffnen, wollen sie uns ans Leder. Ja, die wollen immer gerne von der guten Weitraut ein Stückchen abhaben. So, wir kamen hier. Ja, also, wenn man so eine Stunde in die Zeit laufen muss oder sowas, dann ist ein Schnitt schon gut. Da kann man sich dann überlegen, Zeitraffer oder Schnitt. Alles Geschmackssache. Bei sowas finde ich dann beides gut, wobei der Schnitt vielleicht gefälliger ist. Aber... man weiß ja nie, was einem dazwischen begegnet. Und gerade bei Seven Days to Die, es kann sein, plötzlich steht ein Bär vor dir. Ja, und was machst du dann, wenn Meister Petz dir die Kralle reichen will? So, Moment. Ich denke, ich habe falsch gegraben. Macht aber nichts. So, weil da irgendwo muss er sein.
So, wo waren wir? Genau, Meister Petz will dir die Karte reichen. So, ich greife mal da rein. Irgendwie. Apropos Meister Petz. Wir werden diesmal natürlich versuchen, an das Testosteron zu kommen. Aber, ach, das mit den Bären. Das mit den Bären. Das ist schon so eine Sache. Würde ich gerne vermeiden. Der Gegenstand muss repariert werden. Oh mein Gott. So, er ist repariert. Ich hätte gerne Stahlschaufel und sowas. So, sind wir es bald? Super. So, dann schauen wir mal. Ja, jetzt komme ich nicht mehr aus. Ja, genau hier ist er. So. Ja. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie schnell das beim vorigen Mal Schatzausgaben funktioniert hat. Ja, und jetzt stelle ich mich an. Und schon denke ich mir, vielleicht hätte ich doch einen Schnitt setzen sollen. Super. So, schnell raus. Weil da wollen Leute mit mir reden. Sie wollen verhandeln. So, ein paar kann ich schon wahrnehmen. Da oben kommen noch welche. Ich würde dir gerne den Schädel spalten. So, zwei sind es noch, das ist okay. Oh ja, da hat es funktioniert. So, legt sich zu den anderen, bleibt aber auch liegen. Sehr brav und sozial. Natürlich nehmen wir den mit, natürlich. Da ist er ja. Ja. Und auf den Bauch. So, auf zur Rückreise. Haben wir eigentlich... Oh. Oh. Ja, das ist aber... Damit werden wir dann Spaß haben. Das Mondschein-Elixier. Oh, wie cool. Da freue ich mich echt drüber. Also ja, super. So, wir laufen zurück, weil das so schön ging. Das kann man auch mitnehmen. Ja, und Ressourcenrunden, also so richtige Ressourcentage, wenn wir dann auch einlegen. Und da denke ich mir aber, vielleicht Zeitraffer, Musik unterlegen ist immer so die Schwierigkeit. Da geht es dann eher so um das Thema, ja, man wird geclaimed, wobei mich stört es ja nicht, also sollen sie alle claimen. Ja, ja, alles gut. Aber es ist halt unangenehm, weil mir wurde schon... Wo war denn das? Jurassic World? Ich glaube Jurassic World. Jurassic World Evolution, ich glaube schon. Wurst. Wo das war, ich kann ja nachschauen. Da wurde mir zweimal dann das Video tatsächlich wieder runtergenommen. Einfach nur wegen Claim. Ich meine, nichts gegen Claim, alles gut. Der, der es macht, der soll auch die Rechte dran haben und der soll auch wirklich verdienen. Ist alles gut. Ja. Verdienen. An den Werbeeinnahmen. Genau. So. Hier machen wir mal zu. Sehr schön. So, Jane. Good job. I knew you could do it. Ja, super, oder? Ich möchte bitte die Muni. Sag mal, hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen 1,1,1, Wahnsinn, das ist ja alles extrem weit weg. So, vergiss es. Ich möchte gerne... Na, das ist wirklich sehr weit weg. Oh, Level 7, zwei Fertigkeitspunkte, super. So, haben wir da irgendwas zum Reingeben? Das. Das da kommt da auch rein. Muni kommt da auch rein, aber ich würde gerne, und da sind wir jetzt dabei, also ich möchte gerne eine Waffenkiste, ich schreibe Waffenkiste, Aufbewahrungskiste, ja, eine Waffen- und eine Munikiste möchte ich haben. So, hier ist ja eher das Essen drin, also Essen und Bio-Zubehör, Sachen, Ding. So, und leere Fläschchen werde ich auch einmal in der Nacht welche auffüllen gehen.
Wobei, wir trinken nochmal. So, das können wir wieder wegtun. So, dann haben wir hier. Da möchte ich gerne. So, man weiß ja nie. So, also, Muni. Moment, das will ich mal da aufheben. Oh, Geld. So, Muni, Muni, Muni. Und zwar direkt gleich verwendbare Muni möchte ich da rausnehmen. Und das war's auch schon. Und das war's auch schon. So, habe ich da alles drin? Ja, da habe ich alle drin. Ich habe es mir schon gedacht. Nö. Kommst da rein. Da kocht er besser. So, da oben drinnen waren ja Sachen, die ich gerne dem Tröder auch in die Hand drücken möchte. Wir probieren jetzt das da. Was ist denn das da? Einziehbare Schaft? Nö, brauchen wir noch nicht. Amboss ist super. Tagekapazität plus 1, Tagekapazität, aber das ist hübscher, oder? So, was will ich noch verwenden? Nö, das will ich alles nicht verwenden. Da kommt das rein. So, das Mondschein-Ding kommt da rein. Und die Muni kann ich ja hier mal reinlagern. Genau, so, jetzt möchte ich das hier verändern. So, Waffe und Mod. Waffen, Mod, Werkzeuge. Nö, das ist zu viel. So, Waffen und Mods. Ja. Nö, eigentlich nicht. Sorry, sorry fürs Umschlichten. Ich gebe die Waffe. Mods und Werkzeuge. Mod, 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 Mod. So. Mod und Werkzeuge hier rein. Super. Wo habe ich den mit? Ja, den habe ich mit. Oh. Oh, das muss ich abgeben. So, dann hier. Ich würde mir jetzt gerne noch eine Schatzkarte. Wir machen mal Jennifer. Nehmen. Wir nehmen Jennifers Schatzkarte. Bisschen Zeit haben wir noch. Lesen. Ja, Gott segne dich. In diese Richtung. 800 Meter. So, dann würde ich sagen, liebe Jennifer, wir gehen in diese Richtung. 800 Meter. Ah, wird das schön. Diese Richtung, 800 Meter. Ich bin schon so gespannt. Ich bin so gespannt, aber ich wollte noch was mitnehmen. Das wollte ich nämlich tatsächlich mitnehmen. Und zwar leere Fläschchen. Also leere Glasflaschen. Ja, die leeren Glasflaschen. So, 125 und die da. Das brauchen wir nicht trinken. So. Beim Rückweg vom Schatz würde ich die nämlich gerne auffüllen. Ich glaube nämlich, dass das in die Richtung... genau. So, Schatz, wir laufen direkt am See vorbei. Oh, Schatz, wir laufen am See vorbei. Weißt du noch, es ist unser See. Unsere Stelle von damals. Oh ja, gleich einmal zumüllen während des Laufens. Eine gute Idee. So, vielleicht treffen wir einen netten Zombie. Das ist zum Beispiel der Moment, wo man jetzt sagen könnte, ja, mach doch Zeitraffer rein oder ja, setz einen Schnitt. Beides möglich? Bei 800 Metern? So fraglich. Habe ich da nicht gerade einen Sprung-Zombie gesehen? Hallo, die da. Hallo, die Dame. So, Kopf ab, ist immer gut. Oh, da war unser erster Block. Von der Anfangsquest. Außerdem, oh, das wurde schon geplündert. Außerdem, Nester plündern. Wegen Eiern. Super, Federn. Ja, aber ist okay. Zombies können jetzt schwimmen.
Zombies können echt schwimmen. Was ist mit diesen ganzen Leuten, die ausprobiert haben, so Water Base und so? To the Water Base, the Base, the Base, to the Base. So, hier. Ausdauer, Regeneration hätte ich gerne noch mehr. So, ich bin mal nass. Und ich bin mal nass. Super, haben wir weiter auch nass gemacht, das ist gut. So. Warum ich aber jetzt mit dem Schraubenschlüssel hier durch die Gegend laufe, ich kann es nicht sagen. So, was mit ihm? Er ist geladen. Ja, falls uns ein Bär entgegenkommt, dann wird diese eine... Apropos Bär, bist du der Bär? Ja, bist du der Bär? So. Also, falls uns der Bär entgegenkommt, dann wird diese eine Schrotladung auch nicht wirklich helfen. Es ist Mittag. Essenszeit. Also ein schönes Häuschen. So, einen Teil unserer Aufgabe von heute. Wir müssen Wasser holen. Haben wir jetzt schon erledigt? Oh, ein ist das ein ausgetrockneter See? Hier? Oh, das sieht wie ein ausgetrockneter See aus. Ist das cool? Mit einem Huhn darin. Ich würde es echt gern. Ich hätte es echt gern. Das wird knacken beim Essen. So, ich brauche das Fleisch. Mein liebes Huhn, es tut mir leid. Aber für dich war es dann soweit. So, 10. Machst du so einen Lärm, du da drüben? Oh, da ist Wasser. Schnell baden gehen, bevor wir den Zombie schlagen. Hui. So, jetzt Blut abwaschen und wieder weiterziehen. Oh, vielleicht noch ein Ei. Hühnerfleisch mit Ei. Oh, wie cool. So, wir haben es ja gleich. Oh, wow. Das nenne ich Teich. Was für ein See. So, dann laufen wir doch mal rum. Mit nassen Füßen läuft weiter durchs nasse Gras. Trockene Gras. So, schauen wir mal. Okay, da hinten in den Bergen. Ach, wie praktisch. Ich mag das immer gern. Mitten in den Bergen ausgraben. Och. So, was haben wir da? Hui. Oh, ein Nest. So, ein wenig Ausdauer. 10 Stück, das ist super. Weil Speck mit Ei. 5. Wir können 2 Speck mit Ei machen. So, also. Ein nettes kleines Häuschen. Ein Häuschen im Grünen. So, da könnten wir theoretisch auch rein, aber eigentlich geht es uns um den Schatz. Eigentlich geht es um den Schatz. So. Ich mache das diesmal so. Und wenn ich mich jetzt umschaue, weiß ich auch nicht mehr. So, dann würde ich sagen, hier. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich grab hier nur. Der ist gleich unzufrieden mit mir. Ach komm. So, also auf geht's wieder ins Graben, ins Graben. Sag mal, ist da schon? Nö. Jetzt dachte ich. Ich dachte schon. Höre ich da einen Zombie am linken Ohr? Nö. Am rechten? Nein. Ist das da unten die Kiste oder ist das nur... So, pass auf. Ich grab das mal weg, damit ich wieder rauskomme. Du könntest dich doch rausframen. Das stimmt. Nö, das ist keine Kiste. Keine Kiste, keine Kiste. Wie tief gab ich denn da eigentlich? Das ist schon ziemlich... Du näherst dich dem Schatz. Ja, dann weiter in die Richtung. So.
Also mal schauen, was Jennifer für uns so zu bieten hat. Vom Schatz her. So. Okay, dann schauen wir da mal. Also. Das täuscht, weil wegen rund. Oh, ich gehe da trotzdem. So. Also es sind 10 mal graben, oder? Ja, 10 mal graben und der Kreis wird kleiner. Was praktisch ist, was enorm praktisch ist. Ich bin sehr froh über diese Änderung im Spiel. Bin ich enorm froh. Ich glaube, ich grab einfach nur zu tief. Aber nachdem es so schräg ist, bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher. Du näherst dich dem Schatz, ja, gerne. So, einfach weiter in die Richtung. Ich grab einfach weiter in die Richtung. Der Gegenstand muss repariert werden. Oh mein Gott. So, na dann machen wir das. Ich hätte so gern schon eine Stahlschaufel. Du musst zu Working Stiff gehen. Ja, kauf doch beim Trader eine. Ja, aber da hätte ich gern das Minimoped. So, Minimotorrad. Sowas. So zum Fahren. Des Fahrens wegen. Also, aber Working Stiff ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Da war es gerade so. Ich würde mich jetzt gerne wieder dem Schatz nähern. Danke. Aber ich sehe halt nichts. So, nachdem ich da unten in die Richtung grab, müsste ich doch eigentlich jetzt, wo ist denn der Schatz? Ich meine, es ist super, wir kriegen toll viel Erde, da können wir Cobblestone machen. Ha, Wahnsinn! 2-3 Nächte durchgehend Steine klopfen und geht schon. Geht schon. So, dann graben wir nochmal da. Wir sind jetzt hier unten schon bei den Steinen, oder? Ja. Unter mir schon die Steinschicht. Okay. Oh. Ah, oh. Wir kriegen super toll viele Steine, gerade für den Anfang ist das toll. Hätte ich natürlich eine bessere Schaufel, würde ich besser schaufeln können. Oh. So, toll. Wo ist der Ausgang? Hier. Bitte lass mich da genug Dietriche mit haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Dietriche ich mit habe. Sag bloß, das geht jetzt mit einem. Hallo? Keine Feinde? Keine Feinde? Oh, keine Feinde. Oh, wie toll. Oh, wäre das ein schönes Haus für eine Nacht. Ein Haus für eine Nacht. Da könnte man auch wunderbar reingehen. Oh, toll. In dem Auto 2 Dosen. Was haben wir da Schönes? Schrotflintenmagazin. Wow, wie cool. Ja, ist schon nicht schlecht. 11.400. Oh, ich glaube, meine Freunde, das Minimoped ist uns jetzt sicher. Also, mal schauen. Honig? Ja, Honig. So, Tasche unberührt. Wahnsinn. Hm, ein Ei. Tatsächlich. Also nicht schlecht. Ja, gut, die Federn. Oh, wie schön. So, entlang des Sees laufen. Ich hoffe, oder ich vermute, wir kriegen es jetzt hin. Das Minimoped hat das 15.000 damals gekostet. Ah, das wäre so eine Erleichterung für die Arme. Jetzt müssen wir den See irgendwie überqueren. Oh. Wir können ja natürlich schwimmen. Aber Waldrott kann nicht so gut schwimmen. Aber da ist er ist echt. Oder? Weiter, du kriegst das hin. Oh, ist die langsam da. Aber trotzdem schneller, als wären wir rundum gelaufen.
Nur 81%. 80% ist weiter nass. Ah, schön. Aber abgewaschen vom ganzen Zombie-Dreck. Ah, super. Kaum sauber. Kommt schon, die Dame. Und will ihn schmutzig machen. Sie ist aber auch sonderbar. Also, besonders hässlich. Sonderbar ist sie auch. Stehst du auf? So, ich wollte ja eigentlich nur hier zum Müll. Super! Gewonnen. Auch ein schönes Haus. Das Bild hier, das hat ja cool ausgesehen. Hier durchs Fenster, hier. Da? Wie als würde er uns beobachten. Oh! So, was haben wir da Schönes? Ja, ja, ein Haus, ist mir schon klar. Das ist wohl die Schwester. Oh, der Sechserknüppel ist schon, also... Der rentiert sich richtig. So, was haben wir da? Oh, oh! So, Blockschaden, Blockschaden 40. Blockschaden 42. Okay. Ich dachte jetzt schon an Verbesserung. Gibt es eine Seitentür? Ja, hier. Da war nichts drin. Nichts war da drin. Ich bin einigermaßen, dass die Eisenschaufel, dass die Zweiersteinschaufel besser ist als die Eisenschaufel. Das ist schon ein wenig... Nein, du kannst die doch nicht wegwerfen. Nein, das darfst du nicht. Doch. Sag mal. Soll ich mich rauf? Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme es nicht mit, aber dafür töte ich dich. So lange, bis du wirklich tot bist. So, nicht mal deine Leiche sollen sie finden. So, das kann ich mitnehmen. Das kann ich da lassen. Und schon passt's wieder. Oh mein Gott, hat dieser Geier... Und da oben war nichts. Nur ein Geier. Nur ein Geier. Oh. Und ich wieder. Natürlich. Was habe ich denn da? Ist das gebrochen? Nö, ist verstaucht. Na toll. 8 Minuten. Super. Und wir müssen laufen. Hätte ich doch nur ein Minimoped. Ach ja. Infektion heilen. Brauche ich das? Nö, sowas brauche ich nicht. So, und was soll ich jetzt mit dem Verstauchten machen? Soll ich mal... Ich breche mir den Fuß selber. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich laufe einfach. Vielleicht hilft Springen. Also, ich glaube, weit ist es ja nicht mehr. Kann man mit verstauchtem Fuß gut schwimmen? Wir werden es sehen. So, verstaucht, verseucht, versifft. So, da wankt er ja noch. So. Wenn du liegen bleibst, tust du mir einen Gefallen. Ein unberührtes Kopie. Jetzt aber. Mehr als eine Dose, bitte. Eine Zweiersteinschaufel. Also, manchmal... Nein, du kannst sie nicht wegwerfen. Ja, das hätte ich nicht tun sollen. So, jetzt passt's wieder. Nun, da laufen sie schräg rauf. Es geht einfacher. So, 7 Minuten noch. Bitte nein. Das lasse ich einfach. Ich ignoriere Federn.
So, meine Lieben, das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, das war gut. Also, bis dann. Tschüss.